So, und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Jack and Dexter. 3, natürlich, also Jack 3. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. So, wir wollen nochmal loslegen. Nochmal auf die Türe. Brav. Wir wollen dann gleich mal loslegen und zu diesem Fahnensymbol eiern. Ich hab inzwischen, das kann sein, also die Folge wird wahrscheinlich ohne Probleme zu machen gehen. Dann könnte es ein bisschen problematisch werden, weil mein Grabber sich nicht wirklich mit meinem neuen Mainboard verträgt. Das ist ein ziemliches Fretboard, das alles abzugleichen und aufeinander abzustimmen. Aber solange es geht, werde ich natürlich versuchen, die Let's Plays frisch fröhlich weiterzumachen. Wenn aber Unterbrechung drin ist, erfahrt es eh. Mache vielleicht ein Sondervideo oder so. Also, darum geht's jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal die Let's Play Check 3. Mal schauen, dass wir da irgendwie weiterkommen. Müssen, genau, wir haben ja vorher die Nachricht von Ashley bekommen. Wir sollen uns doch mit ihr treffen. Bei der Oase. Genau da sind wir jetzt hin unterwegs. Ich bin froh, dass das so viele Banditen noch eiern. Muss doch kosten, dass die ganzen Boost herbekommen. Juhu! Und da ist auch schon die Oase. Und schön mit dem Slide. Ah, steigen wir von allein aus. Okay, und Cutscene vermute ich. Los geht's. Hey Baby, dachtest du hättest mich abserviert. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass du nicht von mir loskommst. Schau gut hin. Es ist das letzte Mal. Ashlyn, was machst du hier? Jack, schön dich zu sehen. Du hast uns in der Wüste zurückgelassen. Laber du ruhig. Ich höre dir nicht zu. Komm schon, Jack. Dieser Peilsender. Danke. Ich wusste, Damis findet euch. In seiner Wüste entgeht ihm kaum etwas. Woher kennst du ihn? Unwichtig. Jack, du musst zurück in die Stadt kommen. Wir verlieren den Kampf. Vigar hat in seinem Machtwahn das Kommando übernommen. Ihm ist nicht klar, womit er es zu tun hat. Ich brauch dich. Vorsicht! Juhu! Banditen. Das könnte jetzt das... Au! Arschloch. Ach so. Ja, wenn ihr natürlich die falsche Munition drin habt, kann das gar nichts werden. So, beim Auto hätten wir mal zerstört. Okay, das sind aber ordentlich viele Kollegen unterwegs. Ich bin nur froh, dass man die Ashlyn selbst nicht treffen kann. Das war gerade ziemlich bitter sogar. Heilen wir uns einmal. Das ist schön, diese Fähigkeit. Sehr schön. Hätten wir uns einmal geheilt. Gut. Oh. Die ganzen Trucks kaputt machen. Ah, ne, 30 von den Fegel sind noch. Oh, Maria, ne. Da wird man ja nie fertig. Ey! Wie frech. Das war jetzt aber unfreundlich. 19 sind noch. 17. Ah, das werden eh immer schön brav weniger. Können wir uns nochmal heilen. Bisschen Mana haben wir noch gehabt. Eco natürlich. Ich weiß nicht, ich will die ganze Zeit Mana sorgen, obwohl es Eco ist. Ist ja mehr oder weniger Mana. So, legt euch einmal mit der Bestie an. Und BAM! Wunderschön. A Dark Bomb für zwei Banditen. Nee. Ich glaube, da hinten haben wir noch ein Auto auch noch zerstört. So, könnten die jetzt bitte am Eingehen anfangen? Sehr gut, das Fahrzeug hat man auch ausgeschalten. Hilf mir. Schatz, wo bist du denn? Ich glaube, die Kollegen sind da ein bisschen hinter mir. Okay, dann geht's doch so. Hier, das ist von Kira. Jack, deine Freunde brauchen dich. Ich brauch dich. Die Stadt hat mich verstoßen. Meinetwegen können sie verrotten. Aber was ist mit deinem... Vergiss es! Geh einfach! Ich habe jetzt neue Freunde. Also starb mein Held doch in der Wüste. Oder vielleicht schon früher. Weißt du nicht mehr, wer du bist? Jedenfalls nicht mehr der Retter der Welt. Das sagen sie alle. Gut. Hätten wir das mal besprochen. Wir müssen es jetzt doch irgendwie Welt retten.
Aber wir haben das Chatboard. Es ist so cool. Noch ist es nicht so epic und imber, wie es eigentlich sein sollte. Aber das macht ja nichts. Wir haben einmal die Partie fertig. Da haben wir wieder so einen Reifenauftrag von Cleaver, nehme ich an. Das sind ja seine Fahrzeuge. Hey, du Sack, lass mich da durch. Mariana. Wir haben da versucht, einen Doppeldecker zu machen. Okay, wir fahren einfach zurück nach Spargus. Damit echt da nichts zu tun haben, Mensch. Oh, das wird bitter. Ah! Okay, das ist eigentlich ganz gut gegangen. Boah, diese Wüstenfahraktionen, die sind richtig heftig, wenn man sagt. Oh, Männer. Jawohl. Hätten wir das mal besprochen. Gut, es geht weiter. Einfach schwimmen, kleiner Sandterry. Einfach schwimmen. Also, es wäre doch mal cool, das drum mit den Raketenwerfer vom Dünenspringer. Immer wirklich toll. Ihr sollt weniger quatschen während dem Autofahren, das ist nix. Ihr fahren alles rein. Aber das ist so eine Sache beim Let's Play. Wenn ihr nichts quatscht, kann ich gleich Gameplay machen. Da schlaft dann mir das Gesicht mehr oder weniger ein. Alright. Da guck an. Da haben wir einen Reifen. Ja, okay. Schön ausgewichen. Ja, okay. Nee. Schön von wegen. Okay, das war kreativ ausgewichen. Und Vollgas. Ja. Da hat man mal einen Boost, da setzt man gegen einen Felsen. Also das muss jetzt nicht sein. Schau, da spawnen ja ein paar Banditen. Mensch, lass es wieder durch, ich bin eh schon fast da. Und geschafft. Das war mal elegant rein. Und ab in den Dünenspringer. Und was kommt jetzt? Ah, wir müssen wieder zu den Mönchen. Gut, dann fahren wir wieder zu den Mönchen. Also werden wir jetzt gleich mit dem Dünenspringer gefahren. Wir uns das jetzt sparen können. Okay. Was ist denn da los, Kollegen? Kollegen! Was wird denn das? Double Kill. Ah, wieder schön Double Kill. Kann mal die Federn spannen und Vollgas Boost. So kommt man schnell voran. Okay, den hätten wir erledigt. Und schön mit Boost arbeiten. Immer schön mit Boost arbeiten. Das bringt volle Kanne Spaß. Gut. Nee, müssen. Oh, oder muss ich doch in diese Stadt rein? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, das war so nicht geplant. Okay, da hätten wir uns einmal wunderschön eingebaut, glaube ich gerade. Ja. Da habe ich mir eingebaut gehabt. Okay. Rollen wir uns da mal raus wieder. Ja. Mir fallen langsam keine Themen mehr ein, die man da so während dem Rollen durch die Wüste besprechen kann. Alleine. Zu zweit geht das super. Da labert man über irgendwas, allein ist das nicht so einfach. Was könnte ich denn quatschen? Aber schau, es geht eben schon wieder auf diese. Ja, es geht zum Tempel wieder. Ja, zumindest wissen wir jetzt, wo es hingeht. Definitiv, wo es hingeht. Ja, Federn wieder gespannt. Wieder. Ah. Nein, nicht aussteigen. Was tue ich denn? Brauchen wir ja noch weiter die Kiste. Aufgesprungen. Eigentlich ist das voll das coole Konzept. Das sollte man in Wirklichkeit auch mal bauen. Da liegt so eine große Sprungachse und einfach nur überdimensionierte große Hinterreifen. Das ist ein Hipster-Traktor, ist das Gefühl. Nur mit Düsenantrieb noch. Ah! Okay. Nee, ich hab da keine Probleme oder so. Ich hab die volle Beherrschung über mein Fahrzeug. Oh. Genau aus dem Grund fahre ich da die ganze Zeit in diese Felsen rein. Also, was soll man von Ashley halten? Oder von der, nicht von Ashley, von der Ashlyn.
halten. Wir sollen zurückkommen und die Stadt retten, aus der wir verbannt worden sind. Ich weiß nicht so recht. Das klingt ein bisschen verdächtig. So von wegen, wir sind unfähig und so. Gut. Wo kommen wir denn jetzt hin, wo wir vorher noch nicht unterwegs waren? Doch das Portal wieder? Nee. Gibt's da was zu holen? Weißes Echo. Vielleicht kommen wir jetzt hier bei der Tür woanders hin, da wir unser Hoverboard haben. Das nutzen wir gleich. Oh. Du Viech, du mir. Ach, der Strahlenreflektor ist aber so cool. Und ballert zwar dreimal und alles ist erledigt. Oh, ist das herrlich. So richtig herrlich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir nicht den falschen Weg gerade laufen. Schau an. Jetzt geht was. Endlich kommen wir weiter. Auf ins Unbekannte. Genau. Auf ins Unbekannte und der Metallschädel. Jawohl. So fängt der Tag einmal schön an mit Metallschädeln. Ja. So, das Vieh hätten wir auch gleich mal erledigt. Boah. Da muss aber dringend der Kammerjäger durch. Damit es so geht, dass wir nicht den Mist wirklich einmal auframmen. Oh ja, jetzt kommt der Raum. Auf geht's, aufs Board. Und diesen Raum hier durchskaten. Ich weiß nicht, was man hat, also man kann sliden mit... Ah, das ist jetzt eh das Tutorial da. Tutorial, es ist eh schön da, wie man fahren muss. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ja, da geht's nach oben. Ne? Da geht's nach oben. Ja. Yeah. Okay, springen, X drücken. Oh. Gut, sehr schön. Das war ja mal relativ easy, habe ich gesagt und bin voll daneben gesprungen. Aber dieses Hoverboard-Düsen, das macht echt Laune. Das ist was total Friedliches irgendwie. Sehr schön. 8 von diesen Dingern noch. Es ist wirklich eine nette Abwechslung, muss ich sagen, weil mal ballern und so. Grinden ist mit Viereck, okay. So, und jetzt hast du diesen Hindernisparcours ordentlich durchfahren. Ja, 5 sind noch. Ja, wieder. Nein! So, jetzt wird's tricky. Sehr schön. Und nochmal in die andere Richtung zurück. Okay, also springen, also X und einmal Viereck antippen reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar doch gestanden ist. Ah, und geradeaus, noch einmal. Okay. Ja. Wo ist denn das letzte Ding? Kollegen? Vielleicht nochmal zurück, irgendwo da, weil wir wohl was vergessen haben. Okay, da bin ich dann schon definitiv durch gewesen. Geht's da in die andere Richtung auch rauf? Nein. Wo habe ich denn jetzt schon das letzte Ding vergessen? Ah, da auf der Seite. Ha, okay. Mehr oder weniger das erste X-Ding. Und doing. Perfekt. Offen ist die Türe. Beziehungsweise sind alle da. Hat jetzt wohl die Animation gefehlt? Nee, doch.
paff, schön aufgeleuchtet und die Türe ist offen. Dann wir da mal aufladen, dass wir da wohl reinkommen. Jawohl. Gut, ja, Zeit, um vom Chatboard runterzukommen. Boah, das machen wir natürlich, ja. Sehr schön, da schädelt es ordentlich gerade. Oh, wer hätte ein bisschen überziehen? Mal schauen, ob da jetzt schon gleich an einen coolen Ort kommt. Ja. Wenn wir da jetzt noch diese wundercoole Videosequenz machen und dann. Dann nerven bis zum nächsten Mal. Und Videosequenz, juhu! Wir treffen uns wieder, großer Krieger. Doch bedauerlicherweise bist du vielleicht zu spät. Bald siehst du die Ursache unseres Untergangs. Er eilt auf uns zu und wir können nicht länger widerstehen. Sieh die reine Macht des Lichtes. In diesem düsteren Moment bieten wir dir alles, was uns noch bleibt. So, und jetzt kommt's richtig pervers. Und? Bam! Erst einmal entspannt die Zeit angehalten. Das hat natürlich was. Na, vor allem wenn man dann runterfällt. Okay. Ein wunderschöner Fail bis zum Ende. Ey, Moment. Precursor ab. Ein schöner Fail zum Ende. Jawoll. Aber Schädelsteine eingeklaubt. Auch noch Precursor ab. Sehr schön. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.